die Produktionsstätte, wo die Pizzen belegt werden, erscheinst du auf dem Bildschirm. Wir haben sogar die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel Stammkunde bei uns bist und regelmäßig online bestellst, dass wir schon sehen, wenn bevor du die Bestellung abgeschlossen hast, dass du bestellst, dass uns den Lieferzeitenvorteil gibt. Und dann packen wir die Pizza in den Ofen. Wenn die dann belegt wurde, steht relativ genau drauf, was drauf muss. Und wenn sie aus dem Ofen rausgekommen ist, ist der Fahrer im besten Fall schon fertig und hält schon diese Heiztasche auf. Wir packen die Pizza ganz frisch in den Ofen, erst vom Ofen in die Tasche und dann düst der Fahrer los und im besten Fall sind wir in unter 20 Minuten bei dir. Wie funktioniert die Zuordnung Pizza zu Klaus zu Fahrer? Ich stelle mir vor, dass da relativ viele Pizzen gleichzeitig im Ofen sind. Mhm. Woher weiß jetzt der die Pizza rausnimmt, dass es erstens meine ist und zweitens, welchem Fahrer er die geben muss? Ja, also unser Ofen, hast du recht, unser Ofen schafft mehrere hundert Pizzen pro Stunde, einfach von der Kapazität her. Und es ist so, dass schon auf dem Bildschirm, den der Mitarbeiter an der Belegertheke oder an der Make-Line sieht, ist natürlich aufgelistet, welche Pizzen Klaus jetzt bestellt hat und welche Desserts vielleicht oder welche Beilagen. Und das geht als eine Bestellung in den Ofen rein. Das heißt, die geht nacheinander.